Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu GTA Vice City in der Definitive Edition. Und heute starten wir ganz locker flockig in das nächste Video mit unserem schönen Auto, das wir uns hier geholt haben von der letzten Mission. Da haben wir nämlich den Diaz beschützt. Der ist sowas wie der oberste Drogendrecksack dieser Scheißstadt. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. GTA Vice City ist ja eigentlich bekannt dafür, dass es hier einige Easter Eggs zu dem echt geilen Kinofilm mit Al Pacino, Scarface, gibt. Unter anderem werden wir da noch was Wunderschönes herausfinden irgendwann. Aber zunächst einmal möchte ich mit euch wohin fahren, weil ich weiß nicht genau wie. Ich habe die Tage was geguckt und es war was völlig anderes. Zwar auch Gaming, aber was völlig anderes. Und da bin ich über zig andere Seiten auf eine Seite gestoßen, wo mir ein GTA Vice City Easter Egg vorgestellt wurde, das ich noch überhaupt gar nicht kannte. Und das will ich mir jetzt angucken, falls es tatsächlich existiert. Und da das direkt hier um die Ecke ist, fahren wir mal direkt hier hin. Das ist dieses wunderschöne Haus hier. Das ist direkt hier oben dieser Kasten. Und hier soll es nämlich ein sehr, sehr geiles Easter Egg zu Scarface geben. Und das gucken wir uns mal an. Das Ganze nennt sich wohl Apartment 3C. Und ich finde es echt nice, wie lange ich dieses Spiel schon kenne und dass ich dieses Easter Egg nicht kenne. Jetzt bin ich nochmal gespannt, ob das irgendwie fake war oder ob das wirklich so ist. Das werden wir gleich herausfinden, wenn wir nämlich versuchen, hier oben reinzugehen. Bin ich mal gespannt. Das sieht ja erstmal nicht so beeindruckend aus. Aber es funktioniert tatsächlich. Apartment 3C. Wir sind jetzt in Apartment 3C. Wo wir zum einen schon mal hier in der Ecke einen Koffer finden mit ein paar interessanten Drogen. Stay cool, Boss. Und hier hinten ist nämlich das Badezimmer. Und da habe ich die Kettensäge eiskalt eingesammelt. Hier liegt nämlich eine Kettensäge rum. Und es ist jetzt leider blöd, dass es Nacht ist, sonst wäre das hier ein bisschen besser beleuchtet. Aber man kann es auch so erkennen. Das hier soll nämlich das Badezimmer darstellen. Aus einer der ersteren Szenen, sage ich mal, von Scarface, wo Tony Montana mit seinen Kollegen bei einem Deal nämlich krass verarscht wird und einer seiner Kollegen im Badezimmer so ein bisschen mit einer Kettensäge zerteilt wird, während er zusehen muss. Und das ist dieses Apartment. Cool. Cool. Ich mag Easter Eggs. Das habe ich tatsächlich noch nicht gewusst. Okay, haben wir das auch mal gesehen. Apartment 3C, das erkennst du aber auch von außen nicht. Wenn du hier einfach so durch die Gegend läufst, denkst du dir so, hier ist gar nichts weiter. Aber wenn du dann wirklich hier hinten ranläufst, dann kommst du eiskalt in den extra dafür gemachten Raum. Apartment 3C. Mit dem blutigen Badezimmer und die Kettensäge ist schon wieder gespawnt. Auch cool. Okay, lassen wir das Thema. Wir haben heute nämlich noch andere Sorgen und genug zu tun. Oh mein Gott! Ich bin mir sicher, das warst du da. Du hast gar kein Auto, aber du bist der Täter. So. Gerechtigkeit hat einen Namen. Peter Tommy Rossetti. So. Sind wir erstmal ausgerastet. Okay, zurück zur Thematik. Wir haben beim letzten Mal dem Diaz geholfen, eine wunderschöne astreine Mission zu erledigen. Der hat nämlich hier in den hinteren Gassen, irgendwo hier muss das gewesen sein, hat den Deal abgezogen. Und damit der Deal nicht wieder so schief geht wie bei mir damals, hat der Cortez nämlich gesagt, hier, pass mal auf, Tommy, mach du mal den Schutzengel hier. Der Lance kam dann auch noch vorbei, hat uns geholfen. Und der Diaz, der war so begeistert von uns, dass er gesagt hat, pass auf, ich mach dich reich. Aber jetzt arbeitest du für mich. Und deshalb haben wir jetzt aktuell, soweit ich das sehe, tatsächlich als einzigen Auftraggeber unseren Kumpel, den Diaz, wo wir jetzt mitten in der Nacht einfach mal rüberfahren und sagen, Tag, ich bin da. So, da fahren wir einfach mal rüber auf Steffish Island. Da haben wir uns noch gar nicht groß rumgetrieben. Das ist so eine kleine Zwischeninsel zum nächsten großen Stadtteil, wo wir ja eigentlich noch gar nicht hin dürfen, soweit ich weiß. Aber hier durften wir bis vor kurzem, glaube ich, auch noch nicht hin. Jetzt dürfen wir es aber. Das ist so ein bisschen die Insel der Superreichen. Man kann es ja von hier schon sehen, diese prächtige Villa da hinten, das ist nämlich die Villa vom Diaz, der riesen Carsten. Die Villa ist jetzt Carsten, Villa Carsten.
Da fahren wir jetzt ganz gemütlich hin. Da drüben gibt es auch noch jede Menge Pakete zu sammeln. Das schauen wir uns dann bei Gelegenheit auch mal an. Aber ich möchte jetzt erstmal mit dem Diaz ein wenig interagieren. Auf kriminelle Art und Weise. Damit wir auch noch ein bisschen mehr Geld kriegen. Ich habe gerade mal 8000 aktuell. So, wir kommen auf Staffish Island. Dann können wir hier mal so einen kleinen Luxusdreher machen. Also hier gibt es halt viele schöne Häuser mit großen Grundstücken. Noch ein paar kleine, schmächtige Hütten dabei, aber was soll's. Geld musst du trotzdem haben, um hier zu wohnen. Perfekte Lage. Hier rennen auch überall Security-Fritzen rum. Das ist hier quasi der Wachschutz von der Insel. Viele schöne Villen. Was willst du mehr? Und eigentlich hier so an der direkten Promenade, hier stehen die großen Häuser, wie es aussieht. Na gut, hier ist auch schon wieder so ein Pimpfgebäude. Aber das Gebäude, was wirklich am meisten rausschicht, die riesigste Anlage hier auf dieser Insel, ist die Villa vom Diaz. Das ist nämlich dieses gesamte Grundstück hier. Aber ich meine, gut, als Drogenlord von Vice City kann man sich so einen Kasten auch schon mal gönnen. Der hat hier einen schönen roten Infernus stehen. Diese Drecksbüche. Ich wollte den Infernus stylisch sehen. Ich hasse Natur. Alles wegmachen und Parkplatz hin. So, gib mir meine Wumme. Der hat hier einen wunderschönen roten Infernus. Da rennt schon so ein Security-Fritze rum. Was hat denn der eigentlich? Alles gut? Ja, renne erstmal frontal gegen die Wand. Ich glaube, aua. Ich glaube, der hat irgendwas genommen. So. Diaz anwesend. Oder Diaz, der hat nämlich auch eigene Leute, wie wir hier sehen. Bei dem rennen hier überall Gang-Leute rum. Der hat das Sagen in der Stadt, der hat das Sagen, ich sag's euch. So, jetzt schauen wir aber erstmal, was der Typ, der was zu sagen hat, uns zu sagen hat. Die Jagd. Come on, baby, come on! Yeah! Yeah! Stupid horse! I'll chop your head off! Who is this dickhead? Tommy Vercetti. You remember me. Excuse me, I'm a little anxious. Never trust a goddamn horse! You do a good job. You work for me now. I work for money. As I said, amigo, you work for me now. I work Shut for up. Money. Some Judas has betrayed me. He thinks I don't know how much money I should be making. But stealing 3% is as good as stealing 100%. No one does this to me. No one. You follow him from his apartment, and you see where he goes. Later, we will kill him. Asshole thinks he can mess with me? If this is the best Vice City has to offer, this is gonna be easy. Auch hier hat man schon wieder sehr schön Scarface Easter Eggs gesehen, weil das Innere der ganzen Villa hier sieht sehr, sehr, sehr ähnlich aus wie die Scarface Villa. Und er hatte ja auch diese ganzen Monitore oben bei sich im Raum und auch so einen richtig schönen schwarzen Lederstuhl. Das ist auch wie ein Scarface. So, die Folge der Scarface Easter Eggs, ich sag's euch. Und der Infernus ist auf einmal von rot zu gelb geworden. Das ist ein Gefühlsauto, wenn du drinnen sitzt. Das sind wie diese Gefühlsringe. Je nachdem, wie du dich fühlst, ändern die Farbe und das mit dem Auto auch so. So, Freunde. Dann nehme ich halt eben den gelben Infernus und verlasse das Grundstück, während die Sonne aufgeht. Und die Welt ins sachtes Licht taucht. Der Diaz wurde übers Ohr gehauen. Na, da wollen wir doch mal den Vollstrecker spielen. Wo muss ich denn da jetzt überhaupt hin? Wir fahren einfach mal. GPS ist hier an. Das hilft uns schon mal ungemein weiter. Und dann folgen wir einfach mal unserer zauberhaften Line. Das ist lustig, weil der ist ja Mr. Cokes, deshalb folgen wir der Line. Der war gratis, beschwert euch nicht. Und wenn ja, bei wem anders? Aber ich mag den Infernus immer noch. Der Infernus ist ein schönes Auto. Brauche ich eine Pizza? Nee, eigentlich nicht. Ah, Motorradfreak. Geh bloß weg von mir. Oh, der hat einen Unfall gebaut. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja, steh mir im Weg. Das kannst du am besten. So, Freunde. Hier soll also der böse Täter, gegen den der Peter ist, wohnen, sagst du? Da gehe ich doch mal Lucky Lucky machen. Was da drinnen so vor sich geht. Keiner da. Hey, bleib sofort hier. Ja, ich hock mich erstmal hin. Ich gehe erstmal schön in die Hocke, das ist ganz wichtig. Loser! Sag mal!
Der schießt einfach auf mich. Ah, und ich hock mich immer hin. Warum hock ich mich immer hin? Aua. Bleib sofort stehen, du Krampe. Niemand liebt dich. Nicht mal deine Mutti. Ich bin schneller als du. Glaub's mir. Too slow, Granddad. You better keep on running, asshole. Boah, habt ihr das gesehen? Stylisch übers Feuer gesprungen. Das war quasi eine Feuertaufe. Aber jetzt heiße ich nicht mehr Peter, sondern Lorenz. Warum auch immer, lasst mich bloß in Ruhe. Okay. Das wird die heftigste Rollerverfolgungsjagd meines Lebens. Den Sack lasse ich nicht entkommen. Schnell, schnapp dir einen Fahrbahnuntersatz und folge ihm, mach ich. Ah, der schießt auf mich. Deckung ist das A und O. Deckung macht den Peter froh. Ich habe nämlich keinen Bock, dass der hier auf mich schießt. Ich sollte mir auch eigentlich nur folgen. Wahrscheinlich soll ich herausfinden, wo der sich so aufhält. Informationsbeschaffung. Ist natürlich super, wenn man dabei in die Mangel genommen wird. Aber ab und zu gibt es hier mal so ein paar kleine Ausreißer. Die kannst du benutzen, um ein bisschen Deckung zu farmen. Fahr auch lieber mal so ein bisschen Schlangenlinie. Ich habe keinen Bock, dass der mir einen Platten schießt. Wisst ihr, wie hässlich das ist, mit einem Platten zu fahren? Ja, versuche jetzt mal, mich zu treffen. Blöder Günther. Oh, scheiße, da ist ein Loch in der Mauer. Ja, Wachschutz ist auf meiner Seite. Finde ich gut. Endlich mal jemand, der auf meiner Seite steht, Mensch. Jetzt pass auf hier, wir machen richtig stylisch. Das wird nichts, das wird nichts. Brems! Oh. Hab gedacht, ich kann hier richtig abjumpen, aber das war nichts. Warte mal. Er schießt gleich wieder wie blöde auf mich. Die nächste Mauer ist wieder meine. Jetzt ist die Mauer aber vorbei. Da muss ich mich ja jetzt doch wieder in die freie Wildbahn begeben, wa? Verschwinde! Lady in Red! Oh, ich bin ein bisschen nah dran. Ich bin sehr wagemutig. Aber es ist gut, der Typ, der da oben drauf steht, der ist ein lausiger Schütze. Also der schießt ja noch schlechter als ich, wenn ich angesoffen bin. Der hat bisher, glaube ich, keinen einzigen Treffer gelandet. Gegen mich oder mein Gefährt. Obwohl, meine Rüstung war, glaube ich, schon mal höher, oder? Vielleicht hat er mich mal kurz gehittet. Der schießt es. Oh, der. Die fahren, wie sie schießen. Guck dir das an. So grausam feiern noch nicht mal ich. Mission erfüllt. $1000. Ich sollte tatsächlich einfach nur herausfinden, wo der sich aufhält. Im ehemaligen Reichenviertel, wo jetzt alles so ein bisschen, ja. Ein bisschen sehr heruntergekommen aussieht, möchte man sagen. Bisschen sehr hart heruntergekommen. Und hier stehen auch überall diese komischen Gangfritzen rum. Musst du aufpassen, dass die hier nicht ans Leder wollen. Das muss mal früher eine richtig gute Gegend gewesen sein. Filmstudio steht hier ja auch um die Ecke. Interglobal Films. Aber das sieht hier alles so aus, als hätte die Gegend wirklich schon mal bei weitem bessere Zeiten erlebt. Oh, hier gibt's ein Bestechungsgeld. Und da lag ein Paket in der Ecke. Aber ich bin jetzt nicht hier, um Pakete zu sammeln. Pakete sammeln machen wir bei Gelegenheit noch. Ich wollte erstmal einfach herausfinden, wo der hin ist. So. War ja eigentlich eine ganz simple Nummer, hinterherfahren und gut ist. Also bisher sind die Aufträge vom Dias nicht besonders gefährlich. Ich will aber noch mehr Geld haben. Ich will 10.000 haben. Mit 10.000 fühle ich mich besser. Gib mir dein verficktes Geld, du Drecksack. Sonst scheiße ich dir in die Kasse, dann kannst du nie wieder aufmachen. Was meinst du, was das für eine Geschäftsschädigung ist, wenn du deine eigene Kasse nicht mehr bedienen kannst? Na komm, ein bisschen was noch. Ich muss auf 10.000 kommen hier. Was das oder hast du noch mehr? Nee? Hast du nicht? Ja, dann gib mal her. Wir sehen uns. Tschüss. Die Bürgerwehr. Au, 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 ah, 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 Taxi, Taxi. Aber ich habe 10.000, ich fühle mich gut. Und ich habe 3 Sterne, ich fühle mich schlecht. Oh, aber hier vorne ist ja die idealste Fluchtmethode, die ich jemals gerochen habe. Wir können hier eigentlich direkt reinfahren und umspritzen. So, verschwindet. Keiner von euch weiß, welche Farbe mein Taxi hatte, wenn ich es einfach wieder in der gleichen Farbe habe. Komm, hinterfragen wir die Thematik nicht. So, ich habe 10 Riesen auf der Kante.
Das bedeutet, ich bin richtig krasser Hamster. Mir gehört diese Stadt. Schwöre. Ich habe ganz schön Schaden gekriegt, ne? Meine kugelsichere Weste ist weg. Mein Leben ist zum Glück nur ein bisschen angefriemelt. Wir könnten uns aber eine Pizza kaufen. Komm, wir holen uns eine Pizza. Es gibt nichts Geileres als jetzt eine Pizza. 4 Käse mit extra Salami. Die Salami, genauso spricht man die übrigens aus. Nicht eine Pizza. Und kriege ich denn bei dir keine Pizza, nur weil ich über 100% bin, oder was? 150 ist Maximum, du hässlicher. Hier wirst du auch nicht mehr bedient. Wenn du einmal für den Laden gearbeitet hast, weißt du, in allen anderen Pizzaläden kriegst du Mitarbeiterrabatt. Und hier, ja, wenn du hier gearbeitet hast, kriegst du nichts zu fressen. Oder man will dann einfach nichts mehr kaufen, wenn man weiß, was in Wirklichkeit drin ist. Das kann auch sein. So, ich habe hier immer noch die Kettensäge von unserem kleinen Scarface-Ausflug im Inventar. Ich finde die Kettensäge irgendwie ein bisschen pompös übertrieben. Ich fahre übrigens wieder richtig gut. G-U-H-T. Steht auch auf meinem Nummernschild, wenn man ein paar Buchstaben tauscht. Der ist mir jetzt aber unglücklich vor die Motorhaube gesprungen. Ich hätte gerne eine andere Nahkampfwumme. Was hast denn du Schönes? Hallo? Warum denn? Ich habe gar nichts getan. Bin ich so hässlich? Bin ich wirklich so hässlich? Ich wollte doch nur eine Wumme kaufen. Lonely, I'm so lonely. Ja, herrlich. Nee, komm. Da gehe ich mir einen Twix kaufen und den rauche ich dann wie eine Zigarre. Brauch nur eine Weile, bis der wirklich brennt. Am besten ich atme das Ding einfach im Ganzen ein. Ist eh gesünder. Da brennt's wenigstens nicht. So einen ganzen Twix in der Lunge ist immer gut. Nee, ich hab die Schnauze voll. Ich krieg immer noch auf die Fresse. Verschwinde. Ich hab gar nichts getan. Ich war ganz normale Kundschaft. Ich war ganz normale Kundschaft. Und jetzt ist die Kacke am Dampfen. Womit habe ich das verdient? Aber irgendwo in so einer hinteren Gasse lag da auch mal Bestechungsknete, oder nicht? Aber ganz woanders. Ich glaube, ich bin hier vollkommen falsch. Aber wir können die Situation noch retten und kitten. Weil hier unten gab es Bestechungsgeld. Das weiß ich. Geht mir alle aus dem Weg. Ja, du besonders. So, jetzt haben wir erstmal nur noch einen Zauberstern. Und da lege ich mich gar nicht groß an mit den Leuten. Wir rennen einfach ins Hotel. Ich verstecke mich. Ich weiß auch nicht, was das sollte. Ich bin eigentlich ein echt lieber Kerl. Ich wollte mir nur irgendwas kaufen, um damit Leute zu verprügeln. Dann kriegst du direkt wieder eine drüber wie sonst was. Wir mal die kugelsichere Weste rüber. Hier liegt auch wieder die Kettensäge. Und den Revolver nehme ich direkt mal mit. Das stimmt. Und hier hocken wir wieder bei uns im Hotel. Im Hotel. Ach, der Stern ist auch schon weg. Guck mal. Naja, haben wir wieder kugelsichere Weste. Der Stern ist auch weg. Da können wir ja direkt schon wieder das Hotel verlassen. Ist auch nicht schlecht. Sowas höre ich gern. So, ich meine, wir haben jetzt 8% weniger Lebensenergie oder halt 8 Punkte. Prozent gibt es ja hier nicht, aber das stört uns jetzt auch nicht weiter. Okay, unser Auto ist garantiert unser Auto. Wie, hier steht jetzt ein Polizist, dann raste ich aus. Dankeschön. Nehme jetzt dieses Auto und dann haue ich ab. Kann doch nicht wahr sein. Soll ich es nochmal probieren? Ob ich nochmal ein Werkzeug kaufen darf? Ich muss ja eh in die Ecke, weil der Diaz ist ja aktuell unser einziger Auftragshamster. Weiß auch gar nicht, was offen gesagt mit dem im Laden los war. Ich wollte nur ganz entspannt Werkzeuge kaufen. Und er ruft direkt die Polizei. Verstehe ich nicht. Hab gar nichts getan. Ich brauche zwar eigentlich auch keine Nahkampfwaffe. Es ging mir eigentlich nur ums Prinzip. Ich wollte was anderes haben als so eine klobige, fette Kettensäge. Ich meine, ich habe keinen Rucksack dabei. Wollt ihr wissen, wo ich meine Waffen aufbewahre? Und wollt ihr wissen, wie schmerzhaft das ist, an der Stelle eine Kettensäge hängen zu haben? Ich bin geweitet für den Rest meines Lebens. So. Also irgendwie, ich habe heute auch den Fahrstil erfunden. Jetzt pass mal auf, Heike. Der Typ heißt Heike. Aha, diesmal will er. So, wir könnten uns hier einen Schraubendübel kaufen. Oder einen Hammer. So ein Fleischerbeil wäre auch schön. Ganz altmodisch ein Baseballschläger. Eine Machete gibt es hier auch. Die Machete kostet aber... Ich will den Baseballschläger. Der ist so richtig Gangster-like. Nehme ich. So, Ladies and Gentlemen.
ich würde sagen, an dieser wunderschönen Stelle beenden wir für heute das Video. Es wird auch schon wieder dunkel, weißt du? Wir haben beim Dunkelheiten-Dingensbummens angefangen und jetzt wird auch wieder Dunkelheiten-Dingensbummens. Und ja, wir hören hier einfach auf. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, nicht wahr? Tschüss.